Ohrboten, eine Band, die dem Publikum kräftig einheizt. Tanzende Fans und zahlreiche Gäste sorgen für ein volles Haus im Kulturzentrum Kupferdächle. Etwa 300 Besucher sind zu der Veranstaltung in den Jugendtreff gekommen. Die Ohrboten haben ihren eigenen Musikstil, den Gip-Hop, entwickelt. Inspiriert wurde die Musik von bekannten Künstlern unterschiedlicher Genre, wie Bob Marley oder Slipknot. Das Konzert ist fast ausverkauft. Neben solchen Veranstaltungen hat das Kupferdächle aber auch noch einiges mehr zu bieten. Wer einmal träumt, auf der Bühne zu stehen, der ist hier goldrichtig. Ja, von Null bis Bühne. Das heißt, wir bieten verschiedene Stufen an. Also wir bieten die Möglichkeit, hier vorbeizukommen ohne Vorkenntnisse. Da fängt man vielleicht bei School of Rock, das ist ein Projekt für Schulklassen, an, mal ein Instrument in die Hand zu nehmen. Und findet Gefallen an der Musik, geht in ein Bandprojekt, geht dann vielleicht danach in einen Bandproberaum und schließlich landet man wieder auf der Bühne. Kreativ werden, Erfahrung sammeln und Wissen erwerben. Das kann man im Kupferdächle bereits seit über 30 Jahren. Durch eine private Stiftung in den 80ern konnte das Angebot und die Entfaltungsmöglichkeiten deutlich verbessert werden. Auch für das internationale Verständnis wird viel getan. So gibt es einige multikulturelle Projekte wie das Breakdance oder die internationalen Theaterspiele. Doch das ist nicht das alleinige Erfolgskonzept. Das Besondere und Einzigartige am Kupferdächle ist, dass es kein klassisches Jugendzentrum ist, sondern dass wir einen kulturpädagogischen Ansatz haben. Das heißt, die Jugendlichen kommen hierher, um kreativ zu sein, um sich zu entwickeln, um ihre eigenen Ideen zu entwickeln und nicht, um jetzt wie in einem klassischen Jugendzentrum abzuhängen. Zahlreiche Angebote laden zum Mitmachen ein. Von Bandproben bis zum Fotoworkshop. Rund 20.000 Jugendliche finden jährlich den Weg ins Kupferdächle. Jeder ist willkommen und Kreativität wird hier großgeschrieben. Also mir gefällt am meisten, dass es hier einfach so viele verschiedene Sachen gibt, dass es so viele Bereiche und dass alles so kreativ ist und dass man einfach alles ausprobieren kann. Zum Beispiel letztes Wochenende beim Ferienprogramm habe ich schon mal gedjayed, ich habe genäht, ich habe eine Caron gebaut. Es gibt einfach so viele verschiedene Sachen, man kann sich entfalten und zusammen Spaß haben. Am Kupferdächle stellt sich die Veranstaltung mit Jugendlichen zusammen aus verschiedensten Gruppen, dass man sieht, dass es keine Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen gibt. Dass es einfach funktioniert in der Gemeinschaft. Dass es so viele Möglichkeiten für Jugendliche gibt, sich irgendwie zu engagieren und was zu machen. In ganz vielen verschiedenen Bereichen. Damit es den Besuchern weiterhin so gut gefällt, gibt es ein besonderes Gremium. Der Jugendausschuss kann mitbestimmen, was weiterhin angeboten wird, welche Bands auftreten dürfen. Die Jugendlichen haben sogar Mitspracherecht bei Personalfragen. Der Besucherandrang, besonders bei Konzerten, zeigt, dass das selbstständige Arbeiten bei den 12- bis 27-Jährigen gut ankommt. Wer spätestens jetzt auf das Logo Die 31 aufmerksam geworden ist, kann sich hier über aktuelle Angebote informieren. www.kupferdächle.de